Willkommen zurück zum Let's Play Dark Souls 2. Wir haben hier aufgehört und ich suche ein Bonfire. Das sieht mir nach Boss-mäßig aus, also einfach mal menschlich machen. Wird schon schief gehen. Und das meine ich wortwörtlich. So, noch ein Estus. Komm schon, gib mir ein Bonfire. Feind vor Ort. Ja, so viel das. Truhe. Dann bleibt ja noch eine Tür. Was ist hier? Aha, hier wollten wir auch noch rein. All die Schlüssel. Ich hab den Ring vergessen. Ich hab die Ringe vergessen, verdammt. Was hatte ich auf? Genau, Finster. Dann Vengar und der Rest Finster. Nein, ich sagte Finster. Finsterstolpen und Finstergamaschen. Und natürlich habe ich an die Ringe nicht gedacht. Yay, wie schlau soll ich auch sein? So. War klar, dass es hier ist. Irgendwie. Ich dachte gerade. Versteckte Wand. Komm schon. Ich brauche nur ein Bonfire, nicht zwei. Ach ja. Na, krieg dich. Geschlossen. Ja, sorry das. Was bringt mir jetzt der Aldia-Schlüssel? Ja. Im Moment habe ich kaputte Ausrüstung. Hurra, völlig. Danke. Ja. Nee, okay. Ein Bonfire war es noch nie, weil ich nicht singen kann. Klinge ich? Ah, whatever. Das sind Feinde. Ja, aber lohnt es sich eigentlich? Ich meine. Hier extra zurücklaufen, nur um meine Sachen zu reparieren. Wenn ja, ist das ziemlich doof.
Aber immerhin habe ich schon 21.000. Ah, das ist schon immer was? Ja, klar. Sind wir in Borderlands oder was? Und so ein kleiner Hund lässt so eine riesen Axt fallen. Ja. Naja. Ich will reparieren. Ja, stimmt. Blitzen das Titanit oder Blitzen das Titanit? I'll be around if you make it back. Bearer of until hope has fully wit. Na, ich bin aber wieder weg. Ciao. Und jetzt darf ich aber noch mal ganz durchlaufen. Ja. Hab ja auch nichts Besseres zu tun. Na gut, ich hab nichts Besseres zu tun, aber darum geht's gerade nicht. Was? Matt? Wenn ich einfach an die vorbeilaufe, lassen die mich in Ruhe? Wird schon schief gehen. Das meine ich wie immer wortwörtlich. Ich verstehe es nicht. Was es mit den Wagen da auf sich hat. Na gut, es gibt so einiges, was ich nicht verstehe. Aber davon wollen wir also jetzt nicht reden. So. Da bin ich wieder, Bro. Ich wollte eigentlich ins Auge schießen. Was tue ich da? Genau, zeig mir deine Hüfte. So, blöde Ausdauer. Nachher darf ich mir auch noch mal neue Pfeile holen. Ja gut, aber das ist ja nichts Neues. Die Pfeile brauche ich sowieso zum Sehen fahren. Weißt du, dass du da bist? Ey. Stopp. Nö. Du heilst dich ganz sicher nicht. Da kommt unser dicke Wampe wieder. Hier. Hier bin ich. Versteinerter Drachenknochen. Auch gut. Dann juckt mein Auge.
Wen habe ich jetzt denn getroffen? Na, ja, was soll's? Was tue ich da eigentlich? Außer halt das Übliche. Und zwar failen. Hier, friss das. Kurz Ausdauer. Guten Hunger. Nö, nö, nö. Die armen Pfeile. Hallo. Naja. Menschlich sind wir jetzt nicht. Kannst du ja nochmal versuchen, ob wir irgendjemanden finden. Du, wie ein Traum. Ich muss sagen, das gefällt mir nicht. Wow! Ja, was soll man vom Drachen anders erwarten? Okay. Viel zu gefährlich. Aber ich mag doch Drachen.
Ihr habt gesiegt. Sowas. Drachenwächter sehen. Ja. Genau so macht man das. Und nicht anders. Einfach mit dem Bogen drauf schießen. Ist auch nur ein großer Vogel. Tolle Aussicht. Ja, aber nach unten möchte ich trotzdem nicht. Nee. Muss nicht sein. Wunderschön. Und kein Wunder, dass ich hier keine Hilfe hatte. Die braucht man ja nicht mal bei dem Wächterdrachen. Na gut, wenn man einen Bogen hat. Aber wenn man ausweichen kann. Nur bei mir hat es das eine Mal nicht geklappt. Ich dachte, ich wäre tot. Aber naja, es ist ja noch alles gut gegangen. Hey, hier fühle ich mich doch gleich heimisch. Mein Bonfire, mein Bonfire? Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. Was machst du denn hier? One who can set me free. Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. I have to. Do not resist. The dragon welcomes you. Und schon wieder willst du nicht mehr mit mir reden. Bin ich so schrecklich? Ist hier vielleicht ein Bonfire? Oh Mann. Genug PvP-Videos gesehen und ich hab eine Ahnung, was passieren kann. Okay. Drachen-Eier will ich ja jetzt nicht zerstören. Ich dachte, ich werde willkommen geheißen. Hallo. Na?
4000 Seelen. Yay! Titanit brauchen glitzerndes Titanit und Mitternachtstein. Blitzstein. Mitternachtstein. Aber ich kann es den Drachen nicht verübeln, dass er mich angreift. Ich meine, ich bin bei denen zu Hause. Nein! Dracheneier werde ich nicht angreifen. Versteinertes Etwas. Na, na, komm ich rüber, komm ich rüber, komm ich rüber. Hey, ich hab keinen Schaden bekommen. Go. So. Okay, 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 okay. Nicht langsam da? Ey, deine Schnauze sah raus wie ein Riesenhuhn. Als ein Drache. Aber du überzeugst mich. What? Von da an halt. Doch? Nein, doch, nein, doch, nein, doch, ich weiß es nicht.
Nein. Ich mag Drachen. Aber die Schnauzen sehen hier trotzdem aus wie Riesenhühner. Aber so langsam kann ich auch, glaube ich, den Part beenden. Also würde ich sagen, wie immer, gehen wir in Deckung. Okay. Ich sag in Deckung und nicht zu dir. Also wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da und haut raus.